kann das nicht so schnell erklären. Schade. Johanna! Ah! Jetzt seid ihr zu kindisch! Du sagst mir sicher nicht, was Kindisches. Steig noch mal ein. Erklär's mir dann, warum Snackert in einem fremden Auto sitzt? Ja! Also es war mir bewusst, dass das immer was anderes ist. Also ich finde, die Figur ist ein bisschen erwachsener und auch emotionaler als vieles, was ich bis jetzt gespielt habe. Also emotionale Momente sind, wenn sie in der Situation stimmen, sehr toll zu spielen. Also das würde ich gern öfter machen. Aber ich habe oft so diese coolen Figuren, die nichts umhaut. Ich fühle mich wie eine Insel, wo rundherum Wasser ist und keiner kann mir helfen. Halt einfach die Pappen. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, wenn das jetzt ganz schlecht ausgeht, dann ist die Beziehung auch zu wichtig. Dann ist die Beziehung so im Mittelpunkt. Und es gibt so viel anderes bei dem Film, also andere Beziehungen, die auch wichtig sind. Und so bleibt es ein bisschen, dass die gar nicht wirklich rauskommen oder raus können aus ihrem Leben. Vielleicht sind sie schon zu alt und zu unflexibel. Eisprung, kannst du kommen? Ich weiß nicht, wie ich Vater sein soll in meinem Alter. Du unterdrückst den Samenerguss. Bist du angerannt irgendwo? Du bist überhaupt nicht mehr richtig feucht. Da können sie die Spermien gar nicht richtig weiter bewegen. Scheitern mit Projekten oder schlecht sein auf der Bühne, das ist zwar im Moment schlimm, aber es bringt dann immer weiter. Ich glaube, auch in dem Film ist sein Scheitern eigentlich, wenn der nicht scheitern würde, dann würden die zwei, also in der Beziehung vielleicht die nächsten 20 Jahre auch noch nebeneinander herleben und nie miteinander reden. Also eigentlich hat es was Gutes, aber im Moment ist es halt unangenehm. Arschloch! Schießeres Arschloch! Deutsches Sau! Also mir war nicht klar, wie ich das Drehbuch gelesen habe, dass die Musik im Film sehr große Rolle spielen wird. Und diese Liebe zur Musik dadurch so groß wird von diesem Mann, der eigentlich immer im Auto Musik hört. Die tut man nicht so leicht mit klassischer Musik. Also ich höre es schon ab und zu, aber es ist nicht so etwas, was mich emotional so mitnimmt. Ich habe Bilderbuch vorher schon mögen und da komme ich irgendwie, ich habe einen leichteren Zugang zu so einer Musik. Wir waren weg, wir sind wieder da und dann sind wir durchgestartet und ich glaube, das ist es. Du musst dein Erbe weiterführen, Mao. Mein Hotel. Gesellschaftspolitischer Ansatz ist fast in dem Film notwendig. Also ich brauche irgendwas, woran ich mich anhalten kann. Hast keine Ahnung von mir. Aber ich kenne deinen Aszendenten und furzen tust du nur, wenn ich nicht im Zimmer bin. Das ist wahnsinnig deprimierend. Sie kennt das noch nicht so. Ist Ihnen bekannt, dass Kinder die Träger der Gefühle der Eltern sind? Arschloch! Du hast mich verlassen, Herst! Es muss auch nicht nur um ein politisches Thema gehen, aber es müssen Menschen sein, die in einer Gesellschaft leben und das muss man irgendwie spüren. Das finde ich schon wichtig. Ihr habt echt Probleme. Ja. Yeah. Kann nicht mehr mithalten mit deiner Coolness, mit deiner Lässigkeit, mit deinem Hipster-Schnurrbart. Ich kann jetzt hier nicht im Supermarkt drüber reden, ob man eine Affäre anfängt. Das geht nicht. Ich weiß nicht, warum ich nicht zufrieden bin. Versteht das keiner? Ich glaube, sie versteht. Ich spiele auch im Theater hauptsächlich Sachen, die eine relativ alltägliche Sprache verlangen. Deswegen ist die Umstellung nicht so wahnsinnig groß. Ich bewundere Leute, die wirklich von so den fetten Bühnen kommen und dort Klassiker spielen und dann so umschalten können und dann vor der Kamera total natürlich spielen können. Zum Beispiel die Birgit Minichmeier ist für mich so jemand, der das wirklich kann. Da stimmt die Größe immer für das Medium. Das ist schon cool. Ich wollte mich umbringen. Indem sie Nackert in ein fremdes Auto setzt?